Recht herzlich willkommen zur 153. Folge von Simotrans. Letztes Mal hatten wir hier geguckt, da war der Bahnhof hier voll. Ne, der war gar nicht voll. Was mit dem Zug? Sind da welche drin? Ja, aber nicht ganz viele, wie man gerade sieht. Nur 3 von 208. Warum ist das so? Gute Frage, ne? Weil hier so viele schon stehen, ne? Und die werden mit dem Bus hier hingebracht, oder wie war das? Über Radolf 2181, über Radolfzell Ausstraße. Werden die denn jetzt mit dem Bus abgeholt, oder wie läuft das? Und Jupiterweg ist hier auch. Müssen wir mal gerade gucken, wo die hin wollen. Jupiter ist hier, ne? Ja. Das heißt, das passiert alles mit dem Bus, aber die kommen da ja auch gerade schon, ne? Dann müsste das ja eigentlich funktionieren, ne? Schön, wie das daneben geklickt war, ne? Der hat 69 Passagiere dabei. Der hat 2 und der letztere auch 2. Dann gucken wir, was gerade passiert, ne? Der ist schon da, hat ein, fährt mit einem weiter, auch cool, ne? War jetzt nicht so prickelnd. So, der Bus ist voll. Und jetzt kommt der zweite Bus, der voll ist. Ach so, die warten da vorm Bahngleis, bis da frei ist. Ist ja krass. Ja, kann auch nicht anders funktionieren, ne? Alle Busse voll, läuft. Nur rote Zahlen haben wir da gerade noch gesehen, ne? Hier sind es schwarze, das ist okay, aber er hat hier auch, obwohl der liegt gerade am Limit, ne? Ja, dann ist das so. Aber das muss dann quersubventioniert werden. Schauen wir mal, wo der andere ist. Ach, der fährt auch noch hin. Ich dachte, der wäre schon auf dem Rückweg. Aber der hat 188 drin. Ah, da kommt einer. Okay, der ist voll geladen. Lädt die natürlich dann da hinten aus, ne? Am Getreidehof gehe ich von aus, ne? Lass mal gerade kurz schneller laufen, damit wir das sehen, wo der auslädt. Da kommt er und jetzt 2.16 haben wir. Und ja, Güterzug ist schneller wie ein Personenzug. Naja, das ist halt so ein Schweinetaxi, ne? Da steht dann, ne? Während der Fahrt ist das Blumenpflücken verboten. Okay, der fährt mit keinem da hinten hin. Ist die Frage, ob sich das dann hier überhaupt nicht lohnt. Ja, nur der Rückweg im Endeffekt, ne? Über Döbeln, da 295. Muss man jetzt auch noch gucken, ob der das hier mitnimmt oder nicht. So, da ist er jetzt. Warte, packen wir den nochmal an. Gucken nochmal, wie viel er einpackt. Wenn er keiner einpackt, dann fährt der Bus ja da noch nicht mal hin. Ah, der Zug. Aber hat er voll. Alles klar, dann passt das doch. Gut, dann können wir die auch fahren lassen. Dann ist alles gut soweit. Ist zwar ein bisschen unkonventionell hier unten, oder wie sollte man das nennen, keine Ahnung. Aber funktioniert. Das Einzige, wo wir drüber nachdenken müssen, ist, dass diese Zahl vielleicht mal kleiner wird, ne? Weil da kommen ja doch immer reichlich an, ne? Vielleicht sollten wir da mal einen Bus noch arrangieren. Busse. ...4668 und der hat auch 92, dann nehmen wir den, ne? Und das war hier West, ne? Radolfzell West. Und starten wir den mal. Und erstes Ziel ist Rathaus, ne? Jetzt mal den Zug erwischt, den wollten wir nicht. Wollen eigentlich hier den hier. Titangasse. Naja, komm, lass es. Ist ja egal, wo sie zuerst langfahren. Die muss da hinten irgendwo sein, die Titangasse dann, ne?
Ja, fängt halt da an. Ist jetzt nicht top, aber können wir mit leben. Gut, das haben wir. Dann gucken wir mal wieder in unsere Liste rein. Ne, das war jetzt nicht die Liste, das war der Fahrplan. Da sind die Listen, da sind die Haltestellen, hier sind die wartenden Leute absteigend. Haben wir schon drüber gesprochen, das ist der Getreidehof. Döbelns Mühle. Brauchen noch Gersten- und Weizentransport über Südostwald. Und wer macht das? Sind das die, die das da wegbringen? Nein, ne? Die bringen ja was anderes weg, oder? Was transportieren die denn? Landwirtschaftliche Güter, aber über Döbeln Südostwald. Wo ist denn das? Wenn der Zug das nicht mitnimmt? Das muss eine andere Richtung dann sein, ne? Ah, da kommt schon ein LKW, ne? Der ist das wahrscheinlich. Döbeln Südostwald ist hier. Ist ja ein bisschen viel, ne? Und da fahren nur zwei LKWs, oder wie sehe ich das? Ja, passt, ne? Wieder daneben sozusagen geklickt. Wir sind auf der Linie zwei LKWs. Und der ist sogar. Sind sogar beide voll beladen und die werden gleich auch wieder voll beladen sein. Das bedeutet, da kann ja was mehr drauf dann, ne, oder? So, mal gucken, aber ich glaube, das ist so, dass der jetzt gleich entlädt und mit dem anderen lädt. Fährt auch voll wieder weiter. Dann ist das schon geklärt. Döbeln, Südostwald, Mühle ist der Weg. Den können wir auch zumachen. Dann gehen wir da rein. LKW. Getreide war das. Okay, Getreide gibt es hier nicht. Nehmen wir Gerste. Okay. Dann nehmen wir den mit einem Anhänger dahinter. Und das war Döbeln. Südostwald, Mühle. Und dann kopieren wir das noch zweimal und starten das ganze Werk. Sollte dann funktionieren, denke ich. Das ist da. Und das können wir auch so lassen erst. Ja, das ist die Lok dann, die da nichts transportiert. Warte mal. Wenn das die Lok ist, dann aber 0. Wieso 0? Ach so, der da gerade was gebracht hat und die LKWs, die was gebracht hatten, die haben hier nur Ware fürs Dingens gebracht. Und wer, was machen die hier? Wo fahren denn die hin? Ach, die bringen das Mehl weg. Was auch dieser Zug transportieren könnte, ne? Der da jetzt leer fährt. Dann könnte man da einen Mischzug rausmachen, ne? Vielleicht würde das was bringen. Fahr den mal ins Depot. Das ist hier. Dann mach das Depot mal auf. Was haben die geladen? Paletten. Da hat das Depot erreicht. Muss man hier eine Richtung machen. Dann würde ich sagen, machen wir davon zwei weg oder drei? Zwei weg. Und dann gucken wir nach Mehl hier. Da ist es. Mehl, Waggons. 13 Paletten, 20 Paletten, 23 Paletten, 31 Paletten. Also passt das. Geht noch einer oder geht keiner? Reicht. Und
starten mal wieder. Das fährt dann natürlich in die falsche Richtung wahrscheinlich. Ja, das ändern wir gerade. Und fährt dann in die richtige Richtung sozusagen. Ja, die haben geladen. Und wie sieht es hier mit der Ladung aus? Da ist natürlich nicht der Bahnhof. Ist auch. Ach so, das sind nur 11 Paletten Mehl. Okay, die waren aber gerade da und haben das geholt. Das bedeutet, auf dieser Linie die LKWs zum Depot. Mühle Markt ist das, okay. Da müssen wir den Fahrplan ändern wahrscheinlich. Die fahren anders, ne? Ach so, ja, wir müssen das. Ja, passte schon. Der kann auch noch entladen. Und dann fährt er zum Depot. Das ist auch gut so. Das heißt, der kommt weg. Und dann müssen wir die Linie gleich ändern. Weil der muss nicht mehr hier hinten hin, oder die müssen nicht mehr hier hinten hinfahren, sondern die fahren hier hin. Na, da ist er schon angekommen. Adolf Zellrute. Dann macht das hier 100% aus. Hier war die falsche Richtung, ne? Und den löschen wir raus. Und dann sollte das funktionieren. Eigentlich. Und ich glaube, wir brauchen dann auch noch zwei LKWs. Das passt dann schon erstmal. Und die sind weg. Und läuft. Gut, dann ist der noch unterwegs mit nix. Der war schon kräftig unterwegs in die andere Richtung. Genauso wie der hier auch, oder was? Linie Mühle Markt. Nicht fahren, sondern lasse so rumfahren. Das gleiche gilt für den. Macht Sinn, wenn die da erst hinfahren, ne? Der da, der da. Das ist dann nicht mehr Mühle Markt. Und das ist dann. Nochmal Getreide. Hof. Markt. Passt. Und beide warten auf Ladung. Okay, das bedeutet, das können wir schließen. Er fährt jetzt mit Mehl durch die Gegend. Kommt gleich an und dann sollten die beiden LKW auch fahren, ne? Oder einer auf jeden Fall, beide nicht, weil nicht genug dabei ist. 31 reicht nur für einen. Und einer fährt. Passt. Gut. Dann kann man das hier zumachen. Das auch. Gucken wir mal gerade, wie die beiden da zurechtkommen mit Getreide. Er hat wieder 31 Mehlsäcke. Okay, der eine ist weg. Weil voll und der andere hat 8. Kommt ungefähr hin, ne? Ist die Frage, ob sich auf Dauer da was aufbaut oder nicht. Okay, jetzt hat er nur 19 Sack Mehl. Oder Paletten, sagen wir so.
Und er steht da jetzt. Ne, er fährt und er steht. Und da hat nichts drin. Okay, alles gut auf jeden Fall. Das können wir so lassen, denke ich mal. Das kommt schon hin auf Dauer. Dann brauchen die nicht die lange Strecke fahren. Und diese beiden Züge, die hier sowieso versauern, die fahren dann insgesamt sowieso was ab. Rum, oder ist es nur der eine, der fährt? Ist nur der eine, der fährt. Dieser hier bringt, wer weiß was, irgendwo hin. Der bringt, keine Ahnung, Getreiderad auf Zell. Radolfzell Süddeutsche, also Getreideshof ist hier, fährt dann zur Radolfzell Linienstraße, Radolfzell Norddeutsche Mühle. Ach so, der fährt da oben hin, aber der wird gerade wohl gar nichts gebraucht. Deswegen ist das leer. Gut, das wäre also hier oben, wo er hinfährt, ne? Aber da sind zwei Halte mit markiert, einfach aus dem Grunde, da der sonst hier nicht durchfahren würde, ne? Sonst würde er da was blockieren wahrscheinlich. Und die sind gerade voller Weizen und voller Gerste und deswegen läuft da nichts. Aber Mehl ist auch hier ohne Ende da. Wird dann nicht abgeholt, oder wie sehe ich das? Und das liegt daran, dass wahrscheinlich selbst da hinten, wo der hinfahren würde, ne, das ist Getreidehof. Das passt ja dann nicht. Welcher ist das? Stopp, das heißt, die bringen ja alle das Getreide hin, aber ich muss irgendwo Palettenfahrzeuge haben. Gibt's da überhaupt welche? Okay, da kommen welche. Sind das die, die dann die Paletten abholen? Wo fahren die hin? Freier Wegpunkt. Das ist schon mal schlecht. Das ist richtig. Das ist Radolfzellmarkt und das ist ein freier Wegpunkt. Das bedeutet, dieser Punkt ist falsch gesetzt und deswegen fährt da auch nichts, beziehungsweise wird da nichts abgeholt. Das ist unser Problem. Da müssen wir schnellstens die Linie nochmal ändern. Das ist Bäckereimarktmühle. Bäckereimarktmühle ist hier. Linie ändern. Ja. Und den löschen wir da raus. Und dann sollte das besser laufen. Wollen wir hoffen, ne? Da waren ja noch ein paar mehr auf der Linie, ne? Wo ist er jetzt? Okay, der kommt von da hinten. Der auch. Und der oberste. Der ist da auch. Okay. Und wo fährt der jetzt hin? Achso, der kommt gerade von der Bäckerei. Ja, da müssen wir noch den vierten auch noch auflassen und gucken, wo die gerade lang fahren. Der fährt gerade zum Markt. Und jetzt sehen wir, dass er vom Markt wohin fährt? Norddeutsche Mühle. So, das bedeutet, den können wir gerade verfolgen. Muss da eine Ampel halten wohl. Und der hat aber nichts mitgenommen. Wieso hat er jetzt nichts mitgenommen? Will die Bäckerei doch nix. Ja, okay, die haben auch genug Mehl, deswegen wird auch nichts hingebracht. Passt dann schon, ne? Es ist. Ja, das ist aber soweit erstmal geklärt. Das passte ja schon. War halt nur nichts zum Fahren, ne? Aber die lange Strecke mit dem kleinen Umweg müssen wir jetzt in Kauf nehmen.
Gut, okay, dann würde ich sagen, haben wir es aber erst für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Und falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.